So. Guck mal, mit dem Seil kannst du jetzt sparen, kannst du da direkt da reinspringen. Meinst du? Ja, machst du von der Seite da. Das geht hoch. Ach nö, ich warte das mit dem Seil. Weil das könnte man ja unter Umständen auch verfehlen, dann wäre es ein bisschen interessanter. So. Nein, schräg. Nein, geradeaus. Nein, ein bisschen nach links, rechts. Oh Gott. Ja, der Andi will mich verwirren. Er schafft's nicht. Und wir haben es geschafft. Holen uns das große Medipack. Und die ein oder anderen mögen das kennen. Hier kommt der Bär. Da steppt der Bär höchstens, ja. Wie auch immer. Wir haben jetzt... Du bist echt hin. Ja, ich bin sehr, sehr gut, ne? Hab ich. Nachladen. Hier dürfte sieht, über den Tobias lachen. Ja. Lacher über meinen schlechten Spielstil sind gern gesehen. Oder auch nicht. Weiß ich noch nicht, je nachdem wie viele es sind. Ihr könnt ruhig gern aus meinen Spielstil kommentieren. Denn, ja, ein bisschen ruhig sind wir in der Regel. Ah, hier kommt man nicht mehr weiter. Das hatte ich gestern aber auch schon gesagt, dass die Tür gleich zugeht da. Wir möchten ja aber auch den Nichtspielenden zeigen, warum man jetzt hier langläuft. Das darfst du immer nicht vergessen. Die spielen das Spiel nicht, die gucken das gerade. Ja, hättest du auch gesagt, weil hinter uns die Tür zugefallen ist. Ja, aber ich kann ja vieles sagen und behaupten. Und was man eigentlich auch gehört haben müsste. Hat man? Ja. Ich hab's jetzt nicht ganz so laut, damit ich unter Umständen auch mitkriege, was du hier so nebenbei von dir gibst. Na, nur gute Sachen. Nicht immer. Was soll das heißen? Hier ist eine Medikit nochmal versteckt. Das kennt man auch noch vom ersten Teil. Auf der anderen Seite übrigens nicht. Ich zeig's auch gern nochmal, wenn ich gerade dabei bin. So. Mach mir nicht, mach mir aber bloß nicht meine Festplatte voll mit irgendwelchen sinnlosen Aktionen hier. Doch, mach ich gerne. Boah. So. Hier unten gab's, glaube ich, nichts extra. Nein. Den können wir gleich mal weiterspringen. Übrigens, gestern haben wir aufgenommen, 46 Minuten bei 80 Gigabyte, also schon extrem. Muss recht ich sagen. Viel, ja. Damit das im Nachhinein auch klappt, darf sich der Andi denn damit begnügen. Ja, damit abrackern darf, so, dass ich das in HD hinkriege. Hier mal, damit man auch sieht, was die Lara Schönes kann. Ach komm, du hast ja auch im Arsch geguckt. Nee, sowas. Man kann hier sich auch so schön getroffen. Ah, das geht nicht auf. Die Lara hat hier mit dem Teil sehr schöne Moves spendiert bekommen von den Entwicklern. Gehen wir mal den ersten Weg hoch, der hier. Anders geht's auch nicht, glaube ich. Auf der anderen Seite kommen wir nicht hoch. So, wie man schon hört, hier gibt's Wölfe. Das brauchst du aber nicht jedes Mal sagen, dass da Wölfe sind. Ja, du kannst sagen, dass du tot gestorben bist oder hier runterfallen bist und den Nick gebrochen hast. Ja, ja, immer das gleiche mit dem. Das ist mir schon lustiger. Ja. So. Das brauchst du noch nicht. Erst den anderen. Den brauchst du nicht. Gab's hier nicht noch irgendwie gleich ein Geheimnis oder so ein Scheiß? Nein. Erst das eine Runde der, rum. Das war auf der anderen Seite. Ach so. Naja, dann gehen wir erstmal hier lang. Weil wenn du den jetzt aktiviert hättest und erstmal eine Runde rumgelaufen bist, ist das Ding schon wieder runter. Ja, das könnte gut möglich sein. So, hier bin ich gestern gerne zweimal abgestürzt. Ich probiere es heute gleich mal mit auf dem ersten Anhieb da, hier das Ganze zu schaffen. Und es hat sogar geklappt. Ich werde bekloppt. Hier kam auch gleich noch ein zweiter. Beide tot. Wie man sieht, ich stelle mich nicht gerade sehr gut an. Tiermörder. Nein, während des Spiels wurden keine Tiere verletzt oder getötet. Das sind ja alles nur Polygone, ne? Richtig. Sind alles nur virtuelle Dreiecke. Kannst du es auch beweisen? Wie müssen wir das jetzt unbedingt so machen? Das brauchen wir doch nicht. So. So. Wir aktivieren den
den Hebel hier und dann dürfen wir uns dranhängen. Hopp, hopp, hopp. Und haben den ersten Hebel offen für die Tür. Jetzt so, schnell auf der anderen jetzt Seite. Jetzt darf ich mich beeilen. Hechte hier runter, was ich eigentlich nicht wollte. Beeilen uns hier hochzukommen. So sage ich jetzt nichts. Nee, das brauchst du auch nicht. So, und die Tür ist offen, liebe Freunde. So, da ich aber weiß, dass es hier noch ein Secret gibt, holen wir das erst noch, bevor wir weiterlaufen. Dafür müssen wir jetzt nochmal eine Runde rum. Ja, eine Ehrenrunde. Die macht der Tobi aber gern. Du verarsch mich nicht, Andi. Oh. Ja, der Andi will mich immer gerne ärgern. Aber andererseits, was er mir antut, kriegt er gerne zurück. Und von daher... Wann denn? Das weißt du doch. Soll ich das nächste Level spielen oder was? Mit Controller, dann bist du bestraft. Das stimmt. Und hier müssen wir gleich sofort weiterspringen, was netterweise nicht geklappt hat. Ja. Das wollte ich gerade sagen. So, dann dürfen wir das gleich nochmal probieren. Komm, zack, zack. Und diesmal hat es geklappt. Jetzt dürfen wir uns. Komm, ein bisschen Tempo jetzt hier. Zack, dran. Hoch. Nee. Ah, nicht ganz hoch. Reicht nicht ganz. Jetzt hangeln wir uns hier rüber. Holen uns so ein komisches Teil. Das dürfte die Reliquie sein. Und da steht netterweise, diese Orca-Keramik aus dem 7. Jahrhundert nach Christus stellt einen mythologischen Killer weiter. Gefäße wie dieses wurden vermutlich für Chicha und andere alkoholische Getränke benutzt. Ein Killerwal? Der sieht eher aus wie ein Hamster oder sowas. Ja. Oder ein Eichhörnchen, was gerade ein riesiges Eichhörnchen, könnte man eher sagen. Okay. So, wir. Ja. Springen jetzt hier runter. Mist, ich wollte mich eigentlich da festhalten. Da musst du runter. Ja, dass ich da runter muss, weiß ich. Ich dachte, ich kann mich da denn festhalten. Und deswegen bin ich da auch runtergesprungen. Und wir haben jetzt den ersten Abschnitt, beziehungsweise das erste Level geschafft. Ich würde dann auch mal. Haben alles soweit eingesammelt. Ja. Benötigte Zeit 16 Minuten 60 Sekunden, fast zumindest, also fast 17 Minuten. Damit war ich schon 4 Minuten schneller als gestern bei unserem ersten Versuch. Und ja, wir speichern das Ganze gleich ab. Man sieht, freischalten kann man dazu auch noch schöne Sachen. Man kann Outfits freischalten, Reliquien und Galerie. Allerdings nur, wenn man die ganzen Secrets findet, also Artefakte und Reliquien. Ja, und das wollen wir ja, wir wollen ja versuchen, alles freizuschalten, alles zu finden. Auch wenn was, so, wenn ich zumindest so ziemlich blind spiele. Und wir speichern natürlich den Fortschritt, wir machen einen neuen Spielstand, den nennen wir, auch wenn es nur ein Levelabschnitt ist, trotzdem Level 2, weil wir starten ja schließlich bei Level 2 oder Levelabschnitt 2. Und damit beenden wir das. Enden wir erstmal.